Magenband, was ist das? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und ich habe ganz häufig die Frage zu diesen bariatrischen OPs. Es gibt ja einen Bypass und es gibt einen Schlauchmagen, gibt es ja schon Videos drüber. Und dann kommt häufig die Frage, da wird ja immer operiert und was weggenommen und hin und her und der Darm verlegt. Und jetzt war die Frage, geht das auch anders? Es ist so, dass es tatsächlich in der Vergangenheit und manchmal auch zukünftig oder aktuell auch ein Magenband gesetzt wird. Und zwar habt ihr hier den kompletten Magen. Und dann wird hier am Ende, wie ihr es beim Gürtel kennt, ist jetzt ganz einfach gesagt, ja, dass es sozusagen verengt wird, also geschnürt wird und dass wir dann hier einen kleinen Restmagen haben. Der Magen-Darm-Trakt bleibt alles gleich. Und dass ich sozusagen die Schnürung verändern kann. Allerdings ist es so, dass das Magenband nach einem halben Jahr wieder rauskommt. Und häufig ist es so, das wurde in der Vergangenheit ganz viel gemacht, gibt es auch Studien drüber, aber es hat gezeigt, nimmt man das Magenband wieder raus oder auch während es liegt, die Nahrung wird ja trotzdem hier durchtransportiert, dass die Leute nicht wirklich mit abgenommen haben. Und da die Statistik dazu eher sozusagen gering ist mit der Gewichtsabnahme, kann man jetzt auch nicht unbedingt ein Magenband empfehlen. Also, zumindest meine persönliche Erfahrung. Ich würde mich freuen, für die Erfahrungen damit gemacht haben, schreibt mir gerne in die Kommentare oder wenn ihr das gehört habt. Es ist in der Regel so, dass aber die Methode nicht so richtig gut funktioniert. Ich weiß, sie wird viel privat auch teuer verkauft. Da fällt mir auch eine Patientin ein, die das gemacht hat, sehr viel Geld mit einem Privatkredit dafür bezahlt hat und nach einem halben Jahr ist das Ding wieder raus und das hat überhaupt nichts gebracht. Ja, also von daher überzeugt mich gerne vom Gegenteil. Was man heute eher macht, ist ja Schlauchmagen. Das heißt, dass ich den Anteil Magen, den ich habe, sozusagen halbiere. Also ich sage mal Luftballon zur Banane. Und dadurch, dass das hier gecuttet wird und rausgenommen wird, der Dünndarm bleibt an der Stelle gleich. Und hier ist es halt so, dass eben der Anteil rauskommt. Also der Magen wird kleiner und das nennt man dann Schlauchmagen. Und beim Bypass ist es so, dass wir noch eine weitere Struktur haben, dass wir sozusagen den Teil hier vorne rausnehmen. Das ist also auch nur ein Viertel des Magens. Der Anteil bleibt liegen. Hier ist noch Galle und ähnliches. Und der 12-Fingerdarm, den wir hier haben, der wird dann hier unten gecuttet und der Dünndarm wird hochgezogen. Das heißt, bei beiden Methoden, ob es jetzt der Bypass ist oder ob es der Schlauchmagen ist, haben wir den Vorteil, dass einfach die Gewichtsreduktion, die mit einer Magen-OP angedacht ist, in der Regel, wenn die Leute auch ihr Essen vernünftig umstellen und die Bewegung auch dazu verändern, ist die viel höhere Wahrscheinlichkeit und das funktioniert in der Regel gut, wenn man vorsichtig mit dem Essen ist, was die Kohlenhydrate angeht und ein paar Sachen beachtet, dann habe ich eine bessere Möglichkeit, das Gewicht zu verändern mit Schlauchmagen und Bypass. Für all die Patienten da draußen, die einen Bypass oder einen Schlauchmagen habt, schreibt mir einfach mal gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrung ist mit den Methoden. Und daher sind die Adipositas-Zentren in der Regel immer damit unterwegs, dass sie eben Schlauchmagen oder Bypass machen. Das heißt, ein Magenband wird zwar immer mit angeboten, lesen wir überall auch immer mal wieder, aber die Statistiken für die Gewichtsveränderungen sind damit nicht gut. Und in der Regel war es eine Zeit lang so, dass nur 1% davon überhaupt das umgesetzt wurde, während die Schlauchmagen- und Bypass-Geschichten einfach viel besser funktionieren. Aber wie gesagt, ich sage am Ende immer, wir operieren den Morgen, nickt das Gehirn. Das heißt, unser persönliches Verhalten spielt auch bei den Magen-OPs immer eine Rolle. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über das Magenband gelernt und wünsche euch jetzt einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.